179-teilige Steckschlüsselsatz hier ist der Steckschlüsselsatz überhaupt. Und was alles enthalten ist, schauen wir uns jetzt an. Der robuste Kunststoffkoffer ist stabil und langlebig und im Innern haben alle Werkzeuge ihren spezifischen Platz. Der Satz besteht aus folgenden Einzelkomponenten. Im unteren Bereich haben wir die Viertelzoll, die 3/8 und die Halbzollratsche. Alle Ratschen sind 72 Zähne fein verzahnt, haben eine Kugelarretierung, das heißt, die Stecknuss ist sicher mit dem Vierkant verbunden und kann erst durch Drücken des roten Knopfes gelöst werden. Dann als weiterer Antrieb ist im Satz enthalten dann ein Umdreher, der hat auch die Möglichkeit im hinteren Bereich hier entweder noch mit einer Verlängerung oder mit der Ratsche direkt drauf zu gehen. Dann die Gelenke, Kreuzgelenke in Viertel, 3/8 und Halbzoll. Bithalter für die Viertelzollratsche, für 3/8 und Halbzollratsche. Die Verlängerungen für die Viertelzollratsche sind enthalten. Zündkerzensstecknüsse 16, 18 und 21 mm. Die Stecknüsse für Viertelzoll von 4 bis 14 mm. Dann Bits, die ganz kleinen Torx bzw. 5 Stern sowie Vielzahn und Riebe. Dann im 3/8 Bereich haben wir die Stecknüsse von 10 bis 19 mm. Haben dann hier oben Torx E-Profil von E4 bis E14 bzw. dann hier hoch bis E24. Dann Imbusbits, Kreuzschlitz, Schlitz, Torx und Torx mit Sicherungsprofil und hier drüben dann die Halbzollstecknüsse von 10 bis 32 mm. Kleine Imbusschlüssel gehören auch mit zum Satz, hier dann bis hoch 5 mm. Im oberen Bereich des Satzes sind dann die lange Halbzollverlängerung, die ich auch als Knebel benutzen kann, dann die kurze Halbzollverlängerung und die 3/8-Verlängerung. Dann sind lange Stecknüsse für die Viertelzollratsche von 4 bis 10 mm und dann für die 3/8 bzw. Halbzollratsche von 10 bis 22 mm. Ganz oben sind dann die Bitstecknüsse als Imbus, als Torx, als Sicherungsprofil Torx bzw. Kreuzschlitzbits. Schlitz und Imbus. Und hier oben ist dann noch ein Viertelzoll Knebel. Durch die Antriebe Viertel, 3/8 und Halbzoll und der dazugehörigen Stecknüsse bzw. Bitstecknüsse ist der Satz so vielseitig, dass er wirklich keiner Werkstatt fehlen sollte.